herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und wo sind meine Haare hin? Nein, kleiner Spaß am Rande, Leute. Ich war beim Friseur, wie ihr sehen könnt. Ich zieh mal eine Kappe auf, denn es geht jetzt gleich raus. Das Murph, beziehungsweise, ja, das Murph holt mich jetzt gleich hier ab und wir fahren dann zum Flugplatz und ich dachte, ich nehme euch heute mal mit und wir müssen jetzt noch die Tasche packen. Ihr werdet wahrscheinlich nicht allzu viel sehen, weil wir da Flugzeuge schleifen, lackieren, polieren, reinigen, checken, ob noch alles geht. Alles Mögliche macht man einfach da. Okay, lackieren und schleifen und sowas jetzt im Moment nicht, aber halt alle möglichen Arbeiten am Flugzeug. Und keine Ahnung, ob ich da überhaupt Zeit finden werde zu filmen, aber ich nehme euch mal mit. Vielleicht seht ihr ein paar kleine Ausschnitte und wir sehen uns dann gleich wieder. Jetzt hier erstmal schön den Nike-Tourenbeutel befüllen. So, wir packen jetzt erstmal eine Taschenlampe rein. Gut, die funktioniert auch noch. So, dann noch eine Wasserflasche. Deo, ich werde die Marke jetzt nicht zeigen, nicht sponsern. Deo ist immer gut, man weiß ja nie, vielleicht kriegt man auf einmal so einen Schwitzanfall. So, und dann packen wir mal noch euch da rein. Jo Leute, wir sind jetzt hier am Flugplatz und es ist einfach noch keiner da. Okay, das Murphs im Hintergrund. Willst du was sagen? Hallo, hallo, es ist kalt. Ja Leute, und zwar zeige ich euch mal hier ein bisschen was da oben. Ihr kennt ja den fetten Hang. Und dann ist da unsere geile Wiese. Da fährt auch gerade noch das Taxi, unsere geile Limo da. Spaß. Oh, pass auf, nicht, dass du dich hinlegst, ne? Alter, ist ja wie Schlittschuhfahren. Spaß, ne? Oh, oh, oh mein Gott. Werner, ich bin zu fett. Oh mein Gott. Ja, alles klar. Digga, oh mein Gott. Warum ist das so rutschig? Warum? Aber schon ein geiler Ausblick. Oh, erstmal zur Seite rutschen, so. Ja. Hier ist eigentlich ziemlich geil mit Segelfliegen im Sommer. Ja, und im Winter, wie ihr da vielleicht schon so ein paar Spuren seht, ist dann immer so Skilanglauf und so. Ja, Leute, wir warten jetzt auch. Oh, ist arschkalt, Mensch. Gerade, ich fange schon an zu zittern. So, die Wärme aus dem Auto verlässt uns und wir erfrieren jetzt, bis jemand kommt. So lange chillen wir uns da irgendwo hier hin und gucken uns ein bisschen hier die Skyline an. Leute, es ist arschkalt. Wir laufen jetzt mal gerade unsere Start-Landebahn entlang. Wisst ihr, das Witzige ist, wenn hier gerade keiner ist, kann man hier echt brüllen, was man will und keiner würde es hören. Fleischwurst! Nee, noch lauter und vielleicht anders, ja. Ich demonstriere es mal. Abonnieren! Ja, ich hoffe, ihr abonniert jetzt, weil ich es geschrien habe. Lennart, darf ich auch noch mal was sagen? Bitte. Das war! Bitte klickt mal vorbei. Jo. In der Beschreibung verlinkt. Ja, Leute, also wenn hier echt was passieren würde, wäre man eigentlich ein bisschen verloren, habe ich das Gefühl. Weil, ja, hier einfach gerade keiner ist und wenn man hier allein ist und hier rennen ja auch viele Wildschweine. Ich meine, guck mal, wir befinden uns quasi mitten im Wald. Jetzt mal, Moment, ich stelle mich mal darüber. So, zieht euch das jetzt rein. Wir sind hier eigentlich mitten im Wald. Okay, daneben ist die A45. Aber sonst, wenn ihr jetzt mal hier rumguckt, um mich herum ist einfach überall Wald, überall. Und hier sind auch ziemlich viele Wildschweine im Wald. Da muss man sich besonders in Acht nehmen. Die sind im Sommer auch schon öfter hier hin und her gerannt auf der Wiese. Aber, ja, passiert ja nicht allzu viel. Und, oh, was ist das? Ein Jogger. Und das Murph. Spaß. Ja, Leute, und ich hätte gesagt, wir sehen uns gleich wieder und ich hoffe, wir kommen jetzt mal ins Warme, weil mir ist arschkalt. Machst du bitte die Blende? Oh, das dauert mir zu lange. Oh, endlich im Warmen, ey. Oh, warm. Ist halt geil, warm. Ja, ich finde halt gut, dass die Heizung an war. Sonst wären wir jetzt hier auch noch weiter erfroren. Gerade ist aufgestanden und wir müssen gleich an den Flugplatz, nur vorher wird noch ein Video bearbeitet und ja. Leute, aber erstmal frühstücken wir was, sonst sterbe ich glaube ich gleich. Nee, Spaß. Leute, wir frühstücken jetzt erstmal und was gehört zu einem gesunden, leckeren Frühstück? Ein leckeres Omelette. So Freunde, natürlich jetzt erstmal eine Pfanne nehmen. Die kommt auf den Herd. Und dann kommt natürlich noch etwas Öl hinzu.
Leute, während jetzt das Video von gestern hochlädt, esse ich jetzt noch schön lecker mein Omelette und dann geht's auf den Flugplatz. Bis gleich. Jo Leute, ihr habt jetzt keine Szenen vom Flugplatz gesehen. Ich bin mit einem Marcel jetzt hier in der Leimerstraße an der Star. Da ist eiskalt einer in diese Zapfsäule reingefahren. Krass, ne? So, ein Marcel wird sich jetzt noch einen Döner da vorne bei Mr. Isa kaufen. Nicht sponsored. Ist, glaube ich, auch, ist auch ein bisschen teuer, habe ich das Gefühl. Gleich kommt auch ein Bus in einer Viertelstunde, den werden wir neben nach Siegen fahren. Dann geht es erstmal nach Hause. Und so lange seht ihr natürlich jetzt 10. So Leute, jetzt gerade Mr. Isa, bitte nochmal. Lass mich da mal beißen. Ja, der kleine Junge. So Leute, jetzt Bushalte. Da drüben ist die Bushalte und der Benzinpreis 1,34. Nee Leute, wir gehen jetzt gerade mal. Wartet mal, werden wir es über die Straße schaffen? Das zeige ich euch jetzt. Da kommen Autos, da kommt keins. Da kommt noch eins, da unten kommt schon wieder eins. Jetzt kommt keins, da kommen mal wieder welche. Arsch. Warte mal, geht's dem Döner gut? Ja, Döner geht's blenden. Oh ja, super, super Spaß. Der heißt nicht mehr Döner, der heißt jetzt Martin. Oh, ein Krankenwagen. Hui. Oh, schnell, ist frei. Ah, oh, scheiße, da kommt eins. Ah. Mein Döner. Nein. Oh, oh, gut. Ist die Soße noch drin? Weiß ich nicht, ja. Oh mein Gott, die Soße. Das ist das Beste. So, Leute, da drüben seht ihr nochmal die kaputte Zapfsäule. So, Leute, jetzt erstmal gucken, wann kommt der Bus. Wir haben jetzt genau 18 Uhr. Und wir müssen bei Samstag gucken. Und um 18 Uhr kommt keiner mehr, lol. Also können wir doch runterlaufen. Hey, jetzt mal im Ernst, guck doch mal. Fährt nur noch alle 2 Stunden. Was ist das denn für eine Scheiße? Hey, wir haben noch keine 18 Uhr. Doch, wir haben jetzt 17.59 Uhr. 18 Uhr. Um 18 Uhr kommt keiner. Ah, fuck. So, Leute, 2 Kilometer Fußmarsch beginnt jetzt. Bis gleich. So Leute, da hinten steht jetzt der Bus und den müssen wir jetzt kriegen. Ja, irgendwo da hinten steht der Bus und hier sind wahrscheinlich schon hunderte Fans von hier. Da müssen wir halt aufpassen, dass wir keinen von den Fans treffen. Aber wir gehen jetzt mal schnell gucken, ob wir den Bus abkriegen. Wir sehen uns gleich wieder.